Jetzt ist es ungefähr Anfang Oktober und für mich ist es jetzt schon wieder ein Startbruch für die Winterernte bzw. Wintersaison zu denken. Und da zeige ich jetzt einfach mal ein paar Pflanzen, die ich jetzt so ausgesät habe in der Zeit. Die kann man jetzt noch im November dann auch mit rausziehen, auch für die Frühjahrsernte, damit ihr einen kleinen Einblick habt, was man jetzt noch alles auspflanzen bzw. aussehen kann. Hier im ersten Hochbeet sind jetzt die Melonen gewichen, war jetzt nicht so die super Ernte, habe es nur ein paar Melonen gegeben, wurden trotzdem super. Ich vielleicht brauche hier mal ein paar Bilder auch mit einblenden, findet man auch immer auf Telegram, also meine Tomatenernte und meine Melonenernte. Also wenn ihr mich auf Telegram folgt, seid ihr immer wieder up to date. Hier sind auch nochmal die paar Gurken. Jedenfalls habe ich jetzt hier ein bisschen Spinat ausgesät. Jetzt versuche ich den für die Herbsternte, wenn nicht, dann wird er im Frühjahr was. Ist ja schon ein bisschen hier aufgekeimt, ein paar Pflanzen. Also wie gesagt, jetzt Spinat für die Herbsternte kann man jetzt ruhig probieren auszusehen, wenn dann später im Frühjahr dann auch zu ernten. Hier weiter vorne dann in dem anderen Hochbeet, da habe ich dann, ich denke, Portulak oder Feldsalat mit ausgesät. Auch zwei Sachen, die man jetzt auch mit aussehen kann. Vor allem Portulak, weil der erst eine kühlen Temperatur keimt. Da ist es jetzt noch kein Problem, dass man den jetzt nicht so recht früh aussieht. Bei Feldsalat ist es jetzt so, dass man dann dadurch entweder auch nochmal im Herbst einen ernten kann. Wie gesagt, hier jetzt auch in einem Hochbeet, wo früher die Melonen drin sind, und hier jetzt über Ackerwinde und durch meinen Bokashi kommen auch die Tomaten mit raus. Was ich jetzt auch noch hier draußen habe: Rosenkohl wird jetzt ein bisschen vom Kohlweißling, von den Raupen angefressen. Da werde ich jetzt auch immer wieder ein paar abstreifen, weil ich da nicht zu sehr möchte, dass sie zerfressen werden. Hier auch schon die ersten Grünkohl. Hier die ostfriesische Palme und ich glaube, das ist ein niedriger Krauser, also eine niedrige Sorte. Hier jetzt auch nochmal Grünkohl draußen im Freiland. Und hier auch nochmal Kohl, also zwischen den Zucchinis. Hier auch nochmal Kohl, also Rosenkohl. Grünkohl, und hinter der Tür ist dann auch nochmal, da wo die Gurken sind, auch nochmal ein Grünkohlbeet. Kann man jetzt auch nochmal wunderbar die Vorbereitungen machen und die gut heranwachsen lassen. Konnte auch schon mal ein paar Blätter jetzt bezüglich ernten, vor allem weil der hier jetzt auch schon recht groß ist. Und hier habe ich jetzt Chinakohl, der ist auch jetzt schon recht groß. Den habe ich aber schon vor einem Monat rausgesetzt. Dahinter ist auch nochmal Grünkohl in dem Hochbeet drin, aber da der Chinakohl, wenn er noch so weiter wächst, dann kann ich dann auch schon mal die ersten Sachen ernten. Sind ein bisschen recht eng gepflanzt, aber ich denke, das wird dem jetzt nicht so sehr stören. Also mein Vater und ich haben jetzt hier ein bisschen bei den Erdbeeren ausgedünnt, weil es dann zu wild geworden ist, weil die überall Ableger da gesetzt haben. Und hier zwischen den Reihen jetzt zum Beispiel möchte ich dann Zwiebeln und Knoblauch stecken. Das mache ich aber dann Mitte Oktober zum Beispiel. Aber sollte man jetzt dann auch eventuell machen. Das geht auch bis im November rein. Und je nachdem, wie der Dezember dann auch wird, könnte man den auch noch, den Knoblauch, im Dezember stecken, wenn er recht mild ist. Das habe ich letztes Jahr zum Beispiel auch gemacht. Aber da werde ich jetzt hier die ganzen Reihen noch Knoblauch und Zwiebeln reinstecken. Steckzwiebeln werde ich mir auch noch besorgen. Knoblauch nämlich von mir aus diesem Jahr. Ich habe da so viele Knollen dieses Jahr geerntet. Ich glaube 50 Stück oder sowas. Die werde ich dann hier überall wieder mit reinsetzen, damit ich dann auch wieder nächstes Jahr die Ernte für den Knoblauch und für Zwiebeln habe. Und hier nochmal Herbsthimbeeren. Apropos Erdbeeren, also wer Interesse hat, ich habe genug Ableger von den Erdbeeren, könnt ihr euch gerne bei mir melden, Telegram, hier unter den Kommentaren oder mir einfach eine E-Mail schreiben, dann könnt ihr gerne für den Energieausgleich ein paar Erdbeerpflanzen haben. Johannisbeersteckling habe ich auch noch genug. So, jetzt hier im Gewächshaus bzw. im Folientunnel habe ich natürlich auch noch mal ein paar Sachen bzw. Kohlsorten mit reingesetzt, auch wieder Grünkohl, Rosenkohl, mehrere Pflanzen auch dahinter. Ich glaube auch einen roten Spitzkohl habe ich hier auch nochmal mit. An der Seite, der wächst jetzt auch nochmal, kann ich dann auch noch ernten. Weil halt jetzt hier auch zwischen den Auberginen, also die Auberginen dieses Jahr, das ist jetzt zum Beispiel die Sorte Bangladesh Long. Die sind aber nicht so recht groß und ich werde halt einfach nur die meisten nur für Samen zum Beispiel aufbewahren, mehr nicht. Ist zwar recht schade, aber geht halt nicht anders. Ist jetzt,
Ich möchte mir ja die Samen nicht nochmal neu holen, deswegen von dem her lasse ich die jetzt einfach so. Und ja, muss mich einfach damit zufrieden geben, dass es dieses Jahr nicht so das Auberginenwetter gewesen ist. Jedenfalls habe ich hier jetzt auch nochmal Feldsalat in den Kübel mit ausgesät. Ist auch schon gut am Keimen. Hier auch nochmal ein Spitzkohl, der ziemlich penetriert wurde von den Kohlweißlingraupen. Und hier vorne dann im Kübel auch nochmal Chinakohl. Da geht jetzt auch einer in die Blüte, weil der ein bisschen zu sonnig und in der Hitze stand. Und ja, dann hat das halt zu warm gehabt und ist einfach dann vorzeitig in die Blüte gegangen. Ist halt ärgerlich, aber naja, Samen. Wenigstens kann man Samen dadurch ernten. Jetzt bin ich an der Südseite vom Folientunnel und hier sind jetzt vorher die Melonen gewachsen. Die habe ich jetzt gestern alle abgeerntet. Da war jetzt zum Schluss noch mal die Sorte Banana. Richtig schön, die ist nochmal reif geworden. War ein richtiger Gaumenschmaus. Das waren jetzt ungefähr fünf Früchte an der Pflanze. Jedenfalls habe ich jetzt da vorne bis zu diesem Schild da den Feldsalat nochmal mit ausgesät und hier dann den Spinat Morado mit ausgesät bis da vorne, wo ich dann mit dem Holzhack die Herbstsalate, also Endiviensalate mit ausgesät habe, zeige ich aber auch gleich. Jedenfalls hier ein bisschen ja, einiges an Spinat, ich glaube das sind ungefähr 6 Meter Länge, dass ich da jetzt genug eine Spinaternte habe und hier immer noch Tomaten en masse und den Pflanzen geht's gut. Salatpflanzen, die ich hier mit reingesetzt habe, habe das jetzt ein bisschen mit der Grabgabel reingestochen, aufgelagert, also nicht gewendet, sondern dann ein bisschen gerüttelt und mit der Hacke dann die Brocken fein gemacht, bisschen Bokashi mit eingearbeitet, dann darauf die Endiviensalate mit reingesetzt und hier auch nochmal mit gehäckseltem Holzhack, mit Sonnenblumen und alles mögliche, so eine Mischung, habe ich das jetzt hier alles gemulcht, damit die jetzt hier etwas wachsen können. Und ja, den Endiviensalat würde ich jetzt im Freiland nicht unbedingt mehr anbauen, ist ein bisschen kühl geworden, deswegen habe ich den jetzt hier in den Folientunnel bzw. ins Gewächshaus reingesetzt, damit die noch eine beachtliche Größe bekommen, damit sie halt noch mal ein bisschen in der Nacht zum Beispiel auch wärmer haben. Genau, also das hier jetzt auch nochmal den Endiviensalat, den hätte man normalerweise auch schon vor einem Monat bzw. Mitte August schon gut raussetzen können, dann hätten wir jetzt schon die Ernte gehabt. Ah, so schöne Tomatenpflanzen. Jedenfalls, wenn es irgendwann mit denen auch zu Ende ist. Ich habe noch in der Voranzucht den Barbecue Wintersalat. Das ist ein Gewächshaus- bzw. Treibhaussalat. Den möchte ich dann hier wahrscheinlich über den Winter versuchen, im Gewächshaus anzubauen. Muss ich mal schauen, wie ich das genau machen möchte, weil ich hier auch jede Menge Holz hack und auch riesengroße Mengen an Mulch über den Winter raufhauen möchte, damit der Boden nochmal besser wird. Und sonst, was man auch theoretisch gesehen machen könnte, wären Radieschen noch aussehen oder Winterradi. Das ist jetzt auch noch möglich. Habe ich jetzt persönlich nicht gemacht, weil mir das weniger schmeckt. Aber so an manchen Stellen kann man das dann schon gut machen. Mal schauen, ob ich das dann, wenn hier ein bisschen Platz ist oder auch im Gewächshaus, dann nochmal eine neue Pforte ansetze an Radieschen und Radi. Das kann man auch gut noch im November machen. Das habe ich auch schon mal ausprobiert. Dass halt da ist ein bisschen geschützter ist und dann, wenn in die Sonne reinschaltet, es dann noch schneller wärmer wird. Also das könnte man jetzt auch nochmal ziemlich gut machen. Das war jetzt eine kleine Inspiration für euch, was man jetzt noch so im Herbst alles aussehen kann, damit ihr im Winter auch etwas ernten dürft bzw. auch könnt. Und welche Sachen man jetzt auch nochmal problemlos aussehen kann. Feldsalat, Portulak, solche Sachen gehen noch. Würde ich auch, wenn ihr den Platz habt, auch nicht scheuen, das jetzt auch gleich zu machen. Eine kleine Inspiration für euch in diesem Video. In diesem Sinne möchte ich mich auch jetzt von euch verabschieden. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren, wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt. Werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und sonst freue ich mich auch, wenn ihr unten in die Kommentare einfach irgendwas schreibt oder was ihr jetzt momentan im Garten ausgesät habt, was ihr noch momentan ernten dürft. Das interessiert mich auch tierisch. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao. Bohnen.